Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Agina Trader Helpdesk. An der Stelle natürlich mit dem Agina Trader Experten Carsten Berger. Ich freue mich. Hallo Carsten. Mein Name Hallo ist Nelson Nelson. Cardoso Neto. Hi. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Falls Sie mich noch nicht gehört haben in einem Webinar hier bei FXLED und begrüße Sie natürlich auch an der Stelle und freue mich, dass Sie live dabei sind. Bevor ich jetzt tatsächlich an den Carsten übergebe, müssen wir uns den Risikohinweis anschauen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Das wissen Sie oder wissen die meisten von Ihnen schon. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, welche Tricks der Carsten uns nachher zeigt. Das Webinar ist ja für Sie gedacht, deswegen schreiben Sie Ihre Fragen in den Chat, finden Sie rechts in dem Panel, da können Sie entsprechend das Feld Ihre Fragen reinstellen. Das Webinar geht auch solange wir auch Themen haben. Carsten wird uns noch ein paar Sachen zeigen. Und ja, dann würde ich auch vorschlagen, dass ich jetzt den Bildschirm übergebe und wünsche natürlich viel Spaß. Und viel Erfolg. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Knopf drücken, dann sollte es funktionieren. Okay, ich sehe schon, ja. Bildschirm übertragen. Wie immer muss ich den erstmal auswählen. Ist aber schon zu sehen, dein Agina Trader. Ja, aber ich muss mich ja erstmal ganz kurz mal vorstellen, Ja, damit man das ist weiß, mit richtig. wem ich zu tun habe. Es gibt zwar einige, die ich hier schon länger schon kenne. Im Chat sehe ich das schon. Alle, die mich schon kennen, herzlich willkommen hier zu dem Webinar und immer wieder schön, sag ich mal, euch wiederzutreffen. Zeigt auf jeden Fall, dass ich da am Puls der Zeit bin und euch auch, sage ich mal, bei den Themen auch abhole. Und dass es natürlich immer noch Fragen zum Agina Trader gibt, weil das halt wirklich eine sehr umfassende Software ist. Das muss ich wirklich sagen. Okay, mein Name ist Carsten Berger. Ich bin 52 Jahre alt. Vom Beruf her bin ich Diplom-Verwaltungswirt, war auf der Polizeischiene tätig, zum Schluss Einsatzleiter bei einer Spezialeinheit in Berlin. Ich wohne 10 Kilometer südlich von Berlin in Rangsdorf. Okay, ich bin nicht ganz völlig unbeleckt, was die Börse anbelangt. Also ich bin nicht nur Software interessiert, sondern mich hat auch die Börse gepackt. Schon seit 1987 war ich mit Fonds investiert, 94 dann als Aktientrader umgestiegen, zusätzlich zum Fondsinvestment. 2013 kam es dann zu einer Software, letztendlich Agina Trader trat in mein Leben. Warum? Weil das Tool einfach unheimlich viele Dinge erleichtert und zusammenführt. Ja, früher hatte ich Excel-Tabellen für Money-Management. Ich musste meine Positionsgrößen berechnen. Ich musste meine Stops irgendwie berechnen. Ich musste meine Ziele irgendwie selber die Orders eingeben. Das alles macht der Agina Trader ja vollautomatisch, wenn ich das möchte, oder teilautomatisch. 2013 bin ich dann zum Agina Trader Coach geworden. Und unterstütze halt Anwender entweder bei ihren eigenen Strategien, und zwar in der Umsetzung in der Software. Das heißt, ihr habt eine Idee von einer Strategie und ich zeige euch und helfe euch, wie ihr die in dem Agina Trader auch umsetzen könnt. 2015 ging es dann weiter los, dass ich halt meine eigene Strategie im Agina Trader umgesetzt habe. Die einen oder anderen kennen das aus den Webinaren, die hier auch bei FX Flat als auch bei Cap Trader gehalten werden. Das ist nämlich die Perlentaucher-Strategie. Darum soll es heute aber gar nicht gehen, sondern wir haben heute im Endeffekt Agina Trader Helpdesk und zwar spezialisiert auf die kostenlose Mercury-Version, die ihr ja hier bei FX Flat bekommt. So, das heißt, was erwartet euch? Ihr stellt gerne die Fragen in den Chat. Sollten keine Fragen kommen, werde ich euch ein paar Dinge zeigen, die immer wieder auftauchen. Was die Problematiken so sind, gerade im Coaching oder wenn mich E-Mails erreichen, das werde ich euch mal zeigen. Dann natürlich mal die Frage, was ist der Unterschied zwischen der Mercury-Version und der Andromeda-Version, dem Flaggschiff von Agina Trader? Das ist auch ganz wichtig, weil viele denken, mit der Mercury-Version haben sie die vollen Funktionsumfang. Den haben sie natürlich nicht, aber sie haben schon ein Tool an der Hand, das schon eine ganze Menge kann und auch vom Design her gut gestaltet ist.
Dann geben wir bestimmt noch einen kurzen Einblick, was FX Flat und die Perlentaucherstrategie so geplant haben. Das heißt, was es mit Instrumenten auf sich hat, ETFs und so weiter, was da noch alles kommt, welche Indizes, welche Branchen kommen da mit rein und wie die letztendlich die Aktienauswahl im CFD-Bereich für den Agena-Trader nutzbar dann noch ausgebaut werden sukzessive. Und natürlich eure Fragen, die immer noch auftauchen, auch zu den Themen, die ich euch dann einfach mal zeigen werde. Natürlich könnt ihr auch für das nächste Webinar, wir machen das ja so im 4-Wochen-Rhythmus, das letzte ist leider aus privaten Gründen ausgefallen. Dafür möchte ich mich nochmal entschuldigen, konnte da aber nicht umplanen. Und deshalb ist es immer sinnvoll, auch eure Fragen einfach mal vorab für das nächste Webinar entweder an FX Flat schicken oder an mich, zum Beispiel cb@tradercoach.de, Stichwort Agena Trader Helpdesk. Dann kann ich mich dort vorbereiten und ihr habt dann auch die Möglichkeit, hier eure Sachen, sage ich mal, die Hilfe zu bekommen, die ihr erwartet. Was biete ich an? Das sind natürlich meine Services. Wenn ihr ein Konto bei FX Flat eröffnen wollt, könnt ihr das gerne über mich machen. Dann bekommt ihr letztendlich, ja, ich mache mal die aktuelle Version da rein, das sieht halt ein bisschen besser aus auf meiner Homepage, diese Schiene, exklusiv für den Agena-Trader diesen optimierten Handelsplatz, den ihr gleich sehen werdet, für die Mercury-Version. Ich installiere euch online den Agena-Trader und verbinde das mit dem FX-Flat-Bereich. Und ihr kriegt eine erweiterte CFD-Aktienindexliste, wo die Indizes relativ den Aktien zugeordnet sind, ja, und nicht alle einfach im Markt so sind. Dann habt ihr einen direkten Draht via Skype zu mir, könnt mich dann halt auch anschreiben, wenn ihr Fragen habt und das halt im Laufe des Tages, weil ich sitze auch sehr oft am Rechner und handle und habe auch Coachings, von daher bin ich da sehr schnell erreichbar. Und ihr kriegt natürlich auch eine Online-Coaching-Stunde gratis dazu. Das bedeutet, ihr könnt mir dann auch noch individuell eure Fragen stellen im 1:1-Coaching und nicht in der Gruppe. Solltet ihr Interesse an der Agena Trader Andromeda-Version haben, dann könnt ihr die über mich natürlich auch erwerben, indem ihr hier auf Agena Trader klickt. Und solltet ihr beides abschließen, dann bekommt ihr natürlich auch beides diese Leistung, also 2 Coaching-Stunden dazu. Bitte vorher bei mir melden, wenn ihr das macht, damit ich euren Namen habe. Aus Datenschutzgründen wird das hier nicht weitergeliefert. Das finde ich auch sehr gut so. Aber dann weiß ich auch, dass ihr eure Leistung dann noch bekommt. Und ihr müsst einfach nur auf dieses Logo klicken und werdet dann auf die entsprechenden Seiten weitergeleitet. Ich bekomme natürlich ein Affiliate dafür, das muss ich dazu sagen, aber ihr bekommt doch eine tolle Leistung dafür. Okay, das war's auch schon. Aus dem Bereich. Genau. So, jetzt schalte ich mal um auf den Agena Trader. Genau. Das ist die Mercury-Version des Agena Traders. Und wie ihr seht, ist das nicht die dienstlich, sage ich mal, oder Default-Version, die von Agena Trader ausgeliefert wird, sondern ich habe diese schon in der Praxis bewährt für den Handel angepasst. Und zwar ganz wichtig, eine Struktur in dieses Tool hineingebracht. Ja, und damit Struktur meine ich, dass ich hier oben halt verschiedene Reiter aufgebaut habe, die ich auch so analog in meiner Perlentaucherstrategie benutze und die euch dann beim Arbeitsvorgang einfach beim Traden einfach unterstützt. Ja, also eine gewisse Struktur zu haben, ist extrem wichtig, um letztendlich, sage ich mal, wenn man einen Top-Down-Ansatz zum Beispiel hat, hier sage ich mal, eine Struktur reinzubringen und sich nach links, von links nach rechts wie ein Buch lesend durcharbeitet, bis man dann hier oben im Depot landet, im Handel, vorher Long- oder Shortlisten hat, da einen Screener-Bereich drin hat, eine Marktübersicht in der Welt und dann ein Marktklima hat zum Beispiel, worauf ich sehr viel Wert lege. Was auch auffällig ist in dem Agena-Trader, der ein bisschen anders aussieht, logischerweise als die Default-Version von AT, ist, dass Trades, die ihr habt im Agena Trader, hier rechts aufgeführt werden bei mir und die verknüpft sind dann mit einem Chart. Heißt, wenn man einen Trade macht, dann hat man dementsprechend auch diesen hier aufgeführt und der geht nicht mehr verloren. Ja, und dann hat man hier einen Chart, der halt direkt verknüpft ist dann hier mit dem Trade aus dem aktuellen Filter.
Wenn man hier oben raufklickt zum Beispiel, stellt ihr einfach ein, von wann bis wann das angezeigt werden soll. Einstieg zeigt oder so. Oder am 1. April bis jetzt, da wird jetzt nichts auftauchen. Gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. So. Und Moment, einmal ein bisschen weiter öffnen. So. Kommt jetzt noch nichts rein. Dann nehmen wir ein Trade auf. Einfach mal, um das zu sehen, wie das ausschaut dann. Das ist über den Handel möglich. Im Handelsbereich haben wir die Möglichkeit, einen Trade aufzusetzen. Wir haben hier den DAX letztendlich drin im Tageschart. Wenn wir das jetzt nicht möchten, im Tageschart kann man natürlich hier auch umschalten, einfach in die bestimmten Zeitmodi. Ja, hier um 5 Minuten oder auch 4 Stunden, Stunden, 30 Minuten. Wenn ihr einen anderen Zeitraum braucht, könnt ihr das hier auch unter Custom-Parameter, eure eigenen Parameters einstellen und hier meinetwegen auch 7 Minuten einstellen. Ja, wie ihr das möchtet. Wird dann natürlich ein bisschen gerechnet und dann habt ihr einen 7-Minuten-Chart. Ob das jetzt sinnvoll ist, mag ich mal dahingestellt lassen. Aber letztendlich seid ihr da auch sehr individuell unterwegs. Wenn ihr einen Trade aufsetzen wollt, könnt ihr das hier mit rechts machen. Und zwar rechts in den Chart klicken, klickt auf Kauf und habt dann hier die Möglichkeit, die entsprechenden Orders in den Markt zu legen. Eine Marktorder, eine Limit-Order, eine Stop-Order und eine Stop-Limit-Order. Das gleiche für den Verkaufsbereich. Ja, wenn wir sagen, wir wollen jetzt long gehen, wollen eine Stop-Order haben, dann legt sich die hier oben rein und wir gehen einfach mal long mit der entsprechenden Stückzahl. Wir haben hier nur einen drin, das ist jetzt so die Einstellung. Passen die Stückzahl unserem Money Management an, wenn wir da wissen, was unser Risiko ist und gehen dann meinetwegen auf 5 Stück und klicken auf OK und die Order liegt dann im Markt. Und wenn sie grün ist, dann ist sie akzeptiert vom Broker und wartet jetzt darauf, dass sie per Stop überlaufen wird, dann zur Market Order wird und dann zur Ausführung kommt. Ja, und die Farbe sagt natürlich auch, dass es eine Long Order ist. Was natürlich auffällt, ist, dass hier kein Stop mit bei ist, also der zur Absicherung dient. Wir sind ja jetzt hier long unterwegs letztendlich und den müssten wir halt eigentlich also persönlich einstellen und zwar mit Verkauf, in dem Fall ein Stop und jetzt die Stückzahl natürlich anpassen. Hier steht nur eins, das ist ganz wichtig. Wir haben ja 5 Stück gekauft, dann machen wir das natürlich auch für 5. Ja. So, wenn wir das wollen, dass die Order ausgeführt wird, wenn jetzt die Long Order getriggert wird, dann möchte ich ja nicht dabei sitzen und dann hier raufklicken und sagen, jetzt geht die Stop Order rein, sondern das soll automatisch passieren. Das mache ich mit einer If-Done-Order. Und das kann ich machen, indem ich hier mit Alt auf diese Linie drücke. Ja, Alt in der Taste ist meistens neben dem Leerfeld. Bei euch auf der Tastatur Alt drücken und dann gedrückt halten die Alt-Taste oben nochmal mit der linken Maustaste auf die andere Linie klicken. Dann bildet sich hier diese grüne Linie und die verbindet beide Orders. Damit wir das jetzt mal sehen, wie das aussieht, schiebe ich das Ding ja den Stop mal weiter weg und lasse die mal triggern. So, habt ihr gesehen, die Order ist ausgeführt worden und automatisch ist die Order dann als Stop mit hineingelegt worden. Sie ist rot unterlegt und etwas kürzer. Daran könnt ihr sofort erkennen, okay, das ist die Stop-Order. Und die lange Version hier oben mit dem Gewinn- oder Verlustanzeige, die ist hier oben. Und daran seht ihr, dass die grün unterlegt ist, dass das eine Long-Order ist. Ja. Wichtig, ihr habt kein Money Management dabei. Ja, das ist nur in der Andromeda-Version mit bei. Ja, dieses Money Management, der automatisch die Positionsgröße berechnet anhand eures Risikos. Sieht man auch, dass es nicht dabei ist. Und zwar unter Strategien hier oben fehlt euch dieser AT++ Manager-Bereich. Ich selbst nutze den AT++ Manager auch nicht so häufig mehr, weil ich das schon lange mache, auch überschlagen kann und ungefähr schnell in Mathe bin. Wenn ich auch kein Superstar in Mathe bin, kann ich das überschlagen, was ich hier für ein Risiko habe. Hier sind es ja pro Punkt.
Bei Aktien sind es ja dann auch pro Punkt und dann kann man halt ausrechnen, was das Risiko ist, wenn ich ausgestoppt werde. Ja. So kann man halt die Orders so hineinstellen manuell, kann sich aber auch ein Order-Panel anlegen oder Template, und zwar hier oben mit dem Einkaufswagen. Ja, ist jetzt kein Supermarkt-Ding, sondern man klickt hier drauf und dann hätte man hier noch ein Order-Setup drin, was ich auch mit reingelegt habe in den Arbeitsplatz mit einem Take-Profit. Dann kann man das letztendlich auch hineinlegen und hat das schon miteinander verknüpft. Ja, die Positionsgröße muss man dann aber auch wieder selbst manuell eingeben und justieren, weil halt dieses Money Management im Background nur bei der Andromeda-Version funktioniert. So, jetzt versuche ich mir mal so eine Frage raus zu extrahieren. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja, schiebe ich mir das mal hier in den Bildschirm etwas größer. Wäre schön. Kann ich leider nicht lesen. Ah, jetzt. Okay. Schauen wir mal rein. Kommt eine Frage rein, wie die Auslastung bei meinem Coaching ist. Bezüglich, ich glaube, da wird das Perlentaucher-Coaching gemeint in der Andromeda-Version. Ich bin ausgelastet jetzt bis inklusive Juni. Ja, kann sein, dass der ein oder andere dann noch abspringt, krankheitsbedingt, was wir nicht hoffen wollen. Einfach anfragen und reservieren und mit mir ein Vorgespräch gerne führen. Das ist ja kostenlos. Einfach mal vorbeischauen auf meiner Homepage, anfragen über diese E-Mail-Adresse gerne. Und dann finden wir uns zusammen per Skype und unterhalten uns locker. Und ich kann auch ein paar Sachen noch zu diesem Perlentaucher-Tool gerne zeigen. Auf meinem Rechner seht ihr das. Und dann könnt ihr sehen, ob das was für euch ist. Ja? Also Juni ist ungefähr so der Punkt da. Bis dahin bin ich ungefähr schon voll. Weißt du, was ist mit dem Testsignal? Ja, im Arjuna-Trader schief auf sich hat. Kann das implementieren. Da kann ich jetzt nichts mit anfangen, Michael. Beim Testsignal Punkt RAR, das habe ich bei mir noch nicht gefunden. Zum Future-Handel gibt es eine Möglichkeit, schnell zwischen dem Continuous-Kontrakt und dem Front-Kontrakt zu wechseln und sich beides in eine Watchlist zu legen. Das ist eine gute Frage, Johannes. Wäre mir sehr lieb, wenn du mir dort mal deine E-Mail-Adresse hier in den Chat schreibst, wenn du es möchtest, oder mich mal persönlich bitte anschreibst. Dazu würde ich dir gerne ein paar Screenshots machen. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Also bitte schreib mich einfach an über meine E-Mail-Adresse, einfach nur Stichwort Helpdesk und dann schreibst du einfach deine Frage dann nochmal kurz rein. Ich kann mir die auch, glaube ich, vielleicht hier rauskopieren, wenn es geht. Den Chat habe ich ja sowieso denn, wenn es gerendert wird. Okay, also selbst nochmal mich anschreiben. Ich schicke dir dann die Screenshots dazu, wie das geht. Ist jetzt hier auch nicht möglich, weil die Futures hier nicht mit angebunden sind bei mir. Deswegen kann ich dir das dann zeigen, wie man das aber macht. Zweite Datenreihe wird auch nochmal angefragt. Okay. In Q&As scheiden in der Schriftzug. Okay. Ja, okay, die zweite Datenreihe. Wenn man in den Chart hineingeht, dann hat man die Möglichkeit, in der Andromeda-Version weiß ich das. Ich weiß gar nicht, ob das Ding jetzt hier mit drin ist. Schauen wir mal. Also wenn jetzt hier oben bei euch irgendwie mal, wenn ihr mit der Maus in den Chart geht und ihr seht, hier oben leuchtet dann dieser Chartbalken auf. Und wenn da jetzt irgendeine Funktion fehlt, dann habt ihr hinten so ein kleines süßes Dreieck, dann klickt ihr drauf, dann seht ihr Add und Remove Commands. Also habt ihr noch Befehle, die dazukommen. Da ist die zweite Datenreihe. Die habe ich deaktiviert, weil die nicht so häufig genutzt wird. Und da ich immer für einen Clear Arbeitsplatz bin, einen übersichtlichen, habe ich das halt rausgenommen. Anhaken, dann kommt diese Funktion auch wieder hier rein. Man sieht jetzt sofort, dass die zweite Datenreihe hier nicht aktiv ist. Es ist nicht unterlegtes Feld.
Und damit würde ich sagen, dass diese Funktion in der Mercury-Version nicht mit implementiert ist. Ja, in Andromeda funktioniert das. Kann jetzt nicht immer hin und her schalten zwischen Andromeda und Mercury. Das ist halt ein spezialisiertes Webinar hier auf die Mercury-Version. Aber letztendlich funktioniert das so, man klickt da drauf, legt die damit rein und wenn man dann die Maus bewegt, dann skaliert sich diese zweite Datenreihe in Form eines Liniencharts, muss man sich jetzt vorstellen, damit hinein. Ja, und dann habt ihr meinetwegen den S&P, ja, ES, also mit Future Mini drin oder so, oder den DAX oder den MDAX oder den TecDAX als Instrument und das würde dann sich dort mit aufskalieren. Also muss man sich so vorstellen mit der zweiten Datenreihe. Okay, Johannes, super, dass du mich anschreibst. Genauso machen wir das. So, dann gehe ich hier mal raus und nehme hier mal hier die 14 Euro mit. Klicke ich einfach auf dieses X und dann geht hier in dem Sinne die Order raus. Und ihr seht, der Stop hängt noch drin. Wenn ihr jetzt Feierabend macht und das Ding drin lasst, dann liegt die Order ja noch im System. Und was dann passiert ist, wenn der Kurs jetzt wieder runterkommt, bing, dann seid ihr ab hier short. Ne? Deswegen die Order auch löschen mit dem X. Ne? Was ihr natürlich auch machen könnt, ist dann das Orderpad, das Template hier benutzen, hier oben, den Einkaufswagen, und klickt jetzt hier rein. Und dann habt ihr halt eine Order, die verbunden ist miteinander. Und zwar ein Target habt ihr mit drin und dementsprechend die Einstiegsorder, eine Stop-Limit-Order. Ich schiebe das mal ein bisschen runter, weil es ein bisschen schlecht zu sehen ist. Da ist zwar jetzt keine Kurse in dem Bereich, aber ihr seht ja im Endeffekt ist es besser im Chart. Das ist die Einstiegsorder, das ist die Stop-Limit-Order. Und zwar, das ist der Kurs, wo ihr jetzt einsteigen würdet, theoretisch bei 10.322. Und wenn jetzt der Kurs jetzt hier unten wäre und würde jetzt hier hochkommen, hochlaufen, dann würde die Stop-Order in dem Fall angetriggert und sie würde dann zur Market-Order werden. Das heißt, den nächsten handelbaren Kurs bekommt ihr dann von FX Flat gestellt für das Instrument, für den DAX CFD. Und jetzt kann natürlich Folgendes passieren, dass der nächste Kurs gleich beim Triggern hier oben liegt. Und viele fragen mich immer, warum bin ich denn nicht ausgeführt worden? Und dann gucke ich mir den Screenshot an bei denen und dann sehe ich immer, hier steht eine Null drin und das ist eine Stop-Limit-Order. Ja, und das heißt ja, wird hier angetriggert, kommt dann der nächste Kurs in dem Sinne Market, aber wenn es eine Stop-Limit-Order ist, dann wird sie ja zur Limit-Order. Das heißt, wenn das Ding bei 0 steht, dann ist diese 10, sind diese 10.322 gleichzeitig auch das Limit. Ist aber der nächste Kurs da drüber, dann wird der halt so lange nicht ausgeführt, bis der Kurs wieder den Preis erreicht von dem Limit, also unter 10.322 ist. Das kann sinnvoll sein im Tageschart, ja, aber wenn ihr Intraday unterwegs seid und die Kurse laufen euch schnell davon, dann kann es sein, dass der Kurs hier weiter nach oben läuft, nimmt sogar euer Ziel, aber ihr seid gar nicht drin im Markt. Deswegen ist es sinnvoll, entweder hier so hier reinzuklicken, dass die Null markiert ist und ihr entweder gebt ihr einen Preis ein, 10.335 meinetwegen oder 10.340 Punkte. Das könnt ihr machen, aber ihr könnt auch sagen, ihr gebt die Ticks ein und sagt einfach plus 5. Ja, dann rechnet ihr quasi drauf, dann werden es 10.327 als Limit. Das ist Geschmackssache. Ich selbst gebe immer einen Preis rein. Intraday würde ich wahrscheinlich eher diese plus 5 oder minus 5 eingeben und das macht dann in jedem Fall Sinn. Also darauf bitte achten. Habt ihr eine Stop-Limit-Order drin, dann ist das halt ein bisschen fricklich. Ihr müsst halt hier einen Preis annehmen. Wollt ihr gar keine Stop-Limit-Order haben, dann klickt ihr einfach hier rauf. Und dann schaltet die um auf Market. Wolltet ihr keine Market Order haben, sondern eine Limit Order, schaltet ihr darauf. Und wollt ihr eine Stop Order haben, klickt ihr einfach wieder darauf. Na? So, aktivieren geht dann darüber, über das Ding. Und die anderen Orders werden dann mittels If-Done-Orders reingestellt. Und wenn jetzt der Preis, ihr seid, nehmen wir mal an, ihr seid getriggert worden und der Preis läuft hier hoch.
erreicht euer Ziel, dann verkauft ihr ja 5 Stück. So, jetzt sind das 5 Stück weniger, die Order ist dann weg und ihr habt hier im Bestand nur noch 5. Und hier unten, Stop, den ihr da habt, natürlich in der Realität näher dran würde, habt ihr dann auch nur noch 5, weil sie verbunden ist mit einer blauen Linie, die ORO, one reduces the other, also die eine Order reduziert die andere. Und dadurch wird das halt weniger. Und damit ihr das, wenn ihr das händisch macht, dann vergesst ihr manchmal, dass es wieder nur 5 sind und dann werdet ihr wieder, wenn der Kurs wieder runterkommen würde, hier dann wieder short unterwegs. Ja, wenn das so, das wollt ihr ja meistens nicht, sondern ihr habt ja eine Strategie, wenn ihr handelt und dementsprechend positioniert ihr ja auch eure Stops oder eure Targets. So, schaue ich nochmal auf die Fragen. Nur eine kleine Ergänzung in dem Fall, was die Stop-Limit-Order betrifft, da das ja bei uns ja so ist, dass der MetaTrader 4 als Referenzkonto im Hintergrund agiert, ist eine Stop-Limit-Order nicht möglich. Das unterstützt der MetaTrader 4 nicht. Ah, okay, dann werde ich Erst mit das. dem MetaTrader 5. Naja, ich bin schon in der 5-Version unterwegs. Genau. Okay, aber da kann man das ja anpassen und damit kann man die Order ja auch für sich selbst anpassen, hat aber trotzdem den Vorteil, dass man ein Target drin hat und auch den automatischen Stop und auch die Reduzierung halt. Okay, Stop Limit verändern. T5. So. Genau, das hat der Michael auch gut, sag ich mal, mit in den Chat geschrieben und der Nelson hat das auch gleich eingeworfen. Das stimmt, das ist so richtig. Aber nichtsdestotrotz bietet der Arjuna Trader diese Funktion. Das ist halt eine Software, die an verschiedene Broker an, also eine Multi-Brokerage-Software, die an verschiedene Broker andocken kann. Mit dieser kostenlosen Version, wenn ihr die habt, die Mercury und die bei FX Flat runtergeladen habt, dann könnt ihr natürlich nur bei FX Flat andocken. Das macht ja auch Sinn. Ja, sowieso der, sage ich mal, seriöseste CFD-Broker, den ich in diesem Bereich kenne. Ja, okay. Geht denn AT mit den MT5? Ja, Georg, das ist in der Entwicklung, wie ich so richtig weiß, Nelson. Das ist ja im Moment alles dabei, dass das gebaut wird. Aber meines Erachtens dauert es noch ein bisschen. Oder weißt du schon Neues, Nelson? Nichts, was ich jetzt tatsächlich berichten kann. Also das Projekt gibt es tatsächlich, aber wann es final jetzt tatsächlich zur Verfügung steht, wäre jetzt unrealistisch, wirklich jetzt ein Datum zu nennen. Ist ja auch, Software ist ja immer sehr fricklich, da müssen mehrere Parteien mitarbeiten und bis da beide Parteien auf den optimalen Nenner sind und vor allen Dingen auf die Qualität liefern, da muss halt sehr viel, sage ich mal, geliefert werden. Es geht ja auch um Geld und von daher bin ich da sehr froh, dass da gewissenhaft gearbeitet wird. So, was ist denn halt noch der Vorteil, wenn man eine Struktur hat? Also viele legen sich ja einfach einen Arbeitsplatz an und haben einfach nur einen Reiter hier oben offen im Magina Trader und denken dann, dass man eigentlich alles da hineinkopiert, ja, was man handeln möchte. Ich finde es schon wichtig, dass man vorher, wenn man eine Strategie hat, sich entscheiden sollte, ob man das auf Tagesbasis handelt, was etwas länger ist und Stunde, oder ob ich Intraday unterwegs bin. Und da muss man realistisch sein. Ich kriege auch immer viele Anfragen und sage, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt hier einen Screener habe, so wie jetzt hier. Ja, darin screene ich halt meine Aktien, das ist wie ein Mantel. Und nicht, dass ich hier oben offen habe, DAX, TecDAX, SDAX, wenn ich es brauche, die Aktien, Amerika, Australien, was immer es da gibt an Aktien, sondern ich screene meine Aktien nur in einem Screener, in einem Mantel. Und lade mir dann hier die Listen hinein. Ja, klickt dann hier auf diese, sag mal zu meinen Kunden, Zeitungspapier, das merken Sie sich, das ist ein Zeitungspapier-Button. Dann kann ich gucken, was ich hier an statische Listen, das sind die Listen, die ja, FX Flat oder andere Broker, sag ich mal, jetzt zur Verfügung stellen, die mit Jia Trader so angezeigt werden. Und ihr seht hier viele Listen, da steht auch Trader Coach davor, das sind die Listen, die ich erstellt habe. Die sind jetzt in der 2.7er Version auch mit einem Unterverzeichnis geordnet und ihr kennt vielleicht noch von früher diese ganz langen Listen. Die sahen dann hier so unter keine Kategorie so ungefähr aus. Wenn ihr eigene dann erstellt habt, dann kommen halt die noch, die
mechanisch oder sag ich, mitgelieferten von Agena Trader mit dazu. Und schnell habt ihr dann, wenn ihr sämtliche CFDs dort reinleitet, dann habt ihr halt eine Liste, die noch mit unten aus dem Bildschirm fast rausfällt und ist sehr unübersichtlich. Deshalb habe ich die vorstrukturiert und habe dann hier speziell für FX Flat EU-Indizes, sag ich mal DAX und MDAX, die Aktien, die da geliefert werden, in die jeweilige Liste gepackt. Ja. Und jetzt sehe ich hier bei US-Indizes habe ich die nach Dow und Nasdaq 100 sortiert. Und wie kann ich die hier reinlegen? Wenn ich die raushaben will, wenn ich sagen will, ich will jetzt lieber nochmal die Deutschen gucken, dann nehme ich einfach den Haken raus und links verschwinden die einfach aus dem Bereich. So, und dann klicke ich wieder auf Zeitungspapier, statische Listen und gehe auf FX Flat EU-Indizes. Wie gesagt, das ist jetzt nur in meinem Tool so, wie ich das dann ausliefer. Und klicke meinetwegen den FDAX an und dann habe ich alle DAX CFDs dort da drin und kann die halt dann screenen. Möchte ich den DAX nicht haben, sondern den MDAX, dann sind das halt ein paar weniger Aktien, aber es kommen ja sukzessive welche dazu, kann die screenen. Mit der Zunahme der einzelnen CFDs für die entsprechenden Indizes wird das hier sukzessive ausgebaut. Und dann kommen dann später auch noch die Branchen dazu und sonstige weitere andere Indizes. So hat man halt eine ganz klare Struktur. Und wo wir mal hinwollen, ist auf jeden Fall dieser Bereich. Ihr seht, da haben wir die USA-Indizes drin, die ganzen einzelnen strukturiert für Aktien. Ich habe sämtliche ETFs-Bereiche drin und die entsprechenden zugehörigen Aktien für die Branchen. Und das für Amerika, für Europa. Und von daher, ein Top-Down-Ansatz wird dann auch bei FX Flat in naher Zukunft dann auch wahrscheinlich möglich sein. Aber wichtig ist auch, dass diese eigene Struktur der entsprechenden Listen könnt ihr selber erstellen. Wie geht das? Da werde ich auch mal gefragt, wie kann ich denn hier oben Listen reinstellen? Und Listen sind nichts anderes als die Namen von diesen Tabs, die hier oben sind. Das ist eine Longliste, das ist eine Shortliste und die muss man ja auch irgendwie diesen Namen da reinkriegen. Und viele machen den Fehler und klicken halt irgendwo rauf, wo jetzt meinetwegen DAX stand oder jetzt Short, klicken mit rechts darauf und sagen umbenennen. Das ist nicht das Gleiche. Ja, also ich muss, wenn ich eine Liste haben will, mir eine Instrumentliste erstellen. Also nicht hier oben raufklicken. Das geht so. Tools, Einstellungen, Instrument Escort. Ja, das ist kein Escort-Service, sondern das ist hier quasi der Begleiter, um Instrumentlisten zu erstellen. Jetzt nicht zurückschrecken. Uns interessiert das Ganze gar nicht hier, sondern nur hier. Dieser Tab Instrumentenlisten steht da. Und wenn wir jetzt hier unten auf diesen Dropdown-Button klicken, dann sehen wir Folgendes. Da sind alle die drin, wenn man hier den kleinen Pinorik anfasst, nach unten schiebt, die jetzt da irgendwie drin sind. Also meine eigenen, nicht erschrecken, da sind auch nicht so viele drin, weil das sind die von meinem Andromeda-Version, die da immer noch drin liegen. Denn der AT installiert sich quasi einmal auf dem System und ist jetzt durch den Schlüssel für die Mercury downgegradet. Wenn ihr die Mercury-Version kauft oder euch nicht kauft, sondern einfach runterladet kostenlos und wollt später die Andromeda haben, kriegt ihr einfach nur einen anderen Key. Ne? Nicht vergessen, bei über mich könnt ihr das dann natürlich dann auch bestellen. So, und wenn ihr dann hier eine Liste Long sehen wollt, wo habe ich sie jetzt hingepackt? Da oben. So, und das ist die Liste, die hier oben, Short, ja, Long, und jetzt bei S ist Short da. Das ist dann die Liste, die erstellt wurde. Wenn ich darauf klicke, sehe ich, da ist jetzt Henkel drin, der CFD. Und das ist das, was hier an Short hier oben drin steht. Ja, und wenn ihr eine neue Liste erstellen wollt, dann braucht ihr einfach nur, ich gehe nochmal raus, damit ich jetzt nicht überschreibe, Einstellung, Instrument Escort, Instrument Listen. So, und dann klickt ihr da rein und sagt, meinetwegen Test. So. Dann könntet ihr die gleich speichern da unten. Das ist hier unten der Speicherbutton. Dann wäre das Ding durch und wäre als Liste mit drin. Könnt aber, dann landet sie in keine Kategorie. Und diese Kategorien, wo ich sagte, Trader Coaches so untereinander, die könnt ihr selber erstellen. Das ist ja auch neu in der 2.7er-Version. Klickt hier rechts rein und könnt ihr eine Kategorie vergeben oder ihr ordnet sie einer Kategorie zu, die ihr selbst erstellt habt oder die dann durch mich erstellt wurde und ihr wollt die da rein haben.
Also wenn ihr jetzt hier auch Test macht und geht jetzt auf Speichern, dann habt ihr eine Instrumentliste, die Test heißt, in einem Ordner oder Verzeichnis kann man sagen. Also müsst ihr es euch vorstellen, wo jetzt der auch Test halt heißt. Ja? Und speichert es jetzt. So. Und wenn ihr die jetzt da oben reinhaben wollt, die Liste, ja, dann könnt ihr die reinholen, indem ihr halt meinetwegen eine Instrumentgruppe, ja, Instrument Listchartgruppe öffnet. Und was ist eine Listchartgruppe? Muss man ja wissen. Das ist eine Liste, sagt der Name. Kann man sich gut merken. Liste, Chart. Ein Chart ist ja das hier, alles, was hier so drum ist, hier auch mit den Seitenbuttons und so weiter. Und darunter ist ja noch ein Chart. Deshalb ist es eine Gruppe. Also ist dieses Layout, wo ihr eine Liste links seht und zwei Charts, eine Listchart-Gruppe. Und diesen Button dafür findet ihr hier oben, Listchart-Gruppe. Und klickt ihr da drauf, öffnet sich dieses Feld hier. Und in diesem Feld steht oben Instrumentlist drin. Und jetzt wollen wir ja diese Testliste quasi hier oben als Reiter haben, weil ihr individuell was einfügen wollt. Dann macht ihr Folgendes, ihr klickt hier oben rauf und dann geht hier oben ein riesen, also ein riesen Auswahlverzeichnis los. Aber wir wollen ja Test haben. Das heißt, wir gucken, wo ist unser Ordner? Das sind die Ordner hier. Das ist keine Kategorie, das brauchen wir nicht, können wir wegxen. Kommen wir noch weiter runter. Vielleicht habe ich schon, bin ich schon übergangen, müsste ja eigentlich da drüber sein. Ich glaube, das war da oben Test, oder? Nö. Wann kommt das? Da ist er. Da am Schluss. So, das ist der Ordner Test und da ist unsere Instrumentliste Test drin. So, und da nehmen wir diese Liste raus, die heißt Test. Und jetzt können wir entscheiden, ob wir individuell wissen wollen, also reinladen, wie viele Kerzen, also wie viele Perioden wir sehen. Und welche Zeiteinheit wir uns das anzeigen lassen wollen dann. Wenn man das noch nicht gemacht hat oder besonders machen will, dann kann man sich hier diese Zeiten aussuchen. Das ist ja hier der Tag hier oben, der Chart und Woche da unten. Und das Ganze sehe ich aber, habe ich ja vorher schon mal, also als ich das hergestellt habe, in einem, ja, sagen wir mal, einem Template gespeichert. Ja. Und da kann ich mir halt aussuchen, wenn ich das gut beschrieben habe, dann weiß ich, welche Templates, sage ich mal, hinterlegt sind. Was sind diese Chart-Templates, diese Vorlagen, Listchart-Gruppe-Templates? Das ist im Endeffekt das Layout, die Farben, welche Charts, welche Indikatoren, welche Buttons sind da drin, welche List-Buttons sind drin, wie sind die Charts angeordnet? Das ist im Endeffekt alles in so einer Listchart-Gruppen-Template gespeichert. Also ich muss hier nicht immer alles neu einstellen, weil das ist ja an dieses Ding gespeichert. Und wenn ich sage, okay, das Layout soll sein wie beim Screener, dann klicke ich einfach drauf und dann übernimmt er dieses Layout. Und wenn ich sage, ich will noch einen Monat dazu haben, dann ist es ja ein anderes Layout. Also der Monat ist quasi dazugekommen. Klicke auf OK und dann müsste sich jetzt hier rechts quasi der Test, ja, Tab öffnen und das ist die Testliste, die ihr angelegt habt. Klingt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ihr habt auch gleich drei Charts drin. Nun, weil wir drin ist, deswegen lege ich hier mal einen rein. Mal, die 30. Da ist er von FX Flat. So, und dann seht ihr, sieht das genauso aus wie alle anderen, weil ich das so angelegt habe. Und ihr könnt hier schauen und habt letztendlich Wochenchart, Monatschart und Tageschart, könnt ihr alles noch anpassen, so wie ihr es möchtet. So, schaue ich nochmal, ob ich noch eine Frage habe. Sehe ich. Genau. Michael hat gefragt, wie erstelle ich denn eine statische Liste? Das war genau der Punkt. Also nochmal, damit man das auch weiß. Tools, Einstellungen, Instrument Escort, Instrument Listen und dann hier reinklicken und eine Liste erstellen und einem Ordner zuordnen, wenn ihr schon einen habt, wo sie rein soll, oder selbst einen erstellen. Das dient einfach der Übersicht, ne?
Früher waren alle Listen durcheinander und dann hat man eine, stand die Longliste oben Short oder Short ganz unten wegen dem S am Anfangsbuchstaben und so habt ihr halt meinetwegen Verwaltung oder so drin und dann findet ihr das einfach alles besser. Ja. So, wie man hier statische Listen dann reinlädt, Zeitungspapier-Button, ja, sage ich mal der, statische Listen und ihr seht, hier sind die halt sortiert nach Verwaltung. Dann habe ich die ja alle drin, damit die halt nicht alle untereinander auflaufen, wie in der keinen Kategorie zum Beispiel. Habe ich sehr schön gemacht, es kommt, wird da gerade gesagt. Ja, danke. Ich bin halt ein Freund von Übersicht und Struktur, wie gesagt. Gibt es für das Add-on Perlentaucher auch eine Weiterentwicklung bzw. Aktualisierung oder ist dann für den Kunden verfügbar? Ja, gibt es dann auch. Es wird ein Jahrestreffen geben von den Kunden, die das bis jetzt haben, wo dann natürlich auch im ganzen Prozess, man geht ja weiter, wo auch Ideen dort mit hineingebracht werden können. Und das wird dann einfach hochgeladen, wird dann drüber installiert und dann hat man auch diese Updates. Und diese Updates sind kostenlos. Also du musst ja nichts bezahlen für. Weil wenn ich eine Version ändere, dann ändert sich ja das Grundkonzept nicht. Und ja, von daher, bis jetzt haben wir aber noch kein Update drin. Ich arbeite gerade an einem, ist aber noch nicht fertig. Okay, dann haben wir noch 20 Minuten. Wenn ihr Fragen habt, stellt die bitte mal noch. Ja, sind ja auch noch Teilnehmer reingekommen. Also Ich sehe, ich bitte sehe. nutzen Sie die Gelegenheit, Carsten entsprechend die Agenda Trader Fragen zu stellen. Auch wenn Sie natürlich im Nachgang via E-Mail immer noch ja, Ihre Fragen dann entsprechend beantwortet bekommen. Aber live ist es teilweise dann schon besser, da man auch direkt mal eine zweite oder eine dritte Frage sich daraus ergeben und dann auch direkt stellen kann. Also Auf jeden Fall. Was auch gerne. mal wieder gefragt wird, natürlich, ist der Screener, also wie man hier Signale sich anzeigen lassen kann. Das wird auch mal gefragt. Ich habe jetzt hier ein Teilsegment aus meiner anderen, also meiner Perlentaucher-Strategie genommen, die ich aber hier nicht 100% abbilden kann, weil hier eine wichtige Eigenschaft fehlt. Und zwar kann ich mir hier keine Signale erstellen. Das heißt, ich habe hier zwar Signale drin, aber das sind Indikatoren, die diese Eigenschaft in der Programmierung mitbringen. Muss man sich vorstellen, gleitender Durchschnitt oder was machen wir was besser an RSI zum Beispiel. Ja. RSI-Indikator ist überverkauft zum Beispiel und leuchtet dann rot auf oder bringt eine Zahl hervor. Ein Indikator bringt ja ein Zahlenergebnis hervor und sagt dann, wie hier zum Beispiel, Dynamik habe ich hier abgebildet, die Zahlenwert 55. Ja, dann weiß ich, okay, der steht irgendwo in der Mitte vom Bollinger Band. Und wenn ich sage, hier ist die 81, dann steht ja im oberen Bollinger Band weiter oben am oberen Bollinger Band. Ja, das weiß ich, bevor ich auf den Chart gucke. Wenn ich die 26 habe, dann weiß ich, der ist unter der grünen Linie vom Bollinger Band und eher am unteren Bollinger Band. Schauen wir mal drauf. Oh Wunder. Ja, also das kann ich damit einbringen und mir anzeigen lassen. Währenddessen ich, wenn ich ein Signal erstelle und das Signal erstelle per Drag und Drop, tue ich das hier beim Condition Escort. Ja, das ist hier keine Air Condition, sondern Condition heißt Bedingung, also im Endeffekt auf Deutsch Signalerstellung. Ja, besser zu merken. Das ist hier ausgegraut, geht bei der Andromeda-Version, da klickt man sich per Drag und Drop die Signale zusammen und kann die auch kombinieren. Die Folge ist, wenn ich so ein Signal per Drag und Drop zusammenstelle, muss man sich vorstellen, mehrere Bedingungen gibt dann den Wert 1 aus. Ja, also ein Indikator, deswegen mache ich jetzt hier I, gibt immer ein Ergebnis aus, also einen Wert. Ja, so wie hier 55 meinetwegen. Ja, und RSI kennt ihr alle, 75 oder 98, extrem überkauft, kennt ihr alle. Wenn ihr eine Condition habt, ja, dann ist das im Endeffekt ein Signal, das ist ein Condition C. Dann habt ihr eine Ausgabe, da sagt der Computer 1 oder er sagt 0. Ja. Und das heißt, 1 sagt er, die Bedingung trifft zu, alle Bedingungen, kann sein,
könnt da zum Beispiel programmieren oder per Drag and Drop zusammenstellen. Der Aktienkurs soll größer sein als der 20er Durchschnitt. Dabei soll er auch noch größer sein als der 50er Durchschnitt. Und es soll eine Kerze sein, wo der Kurs zum Beispiel steigt. So, ganz einfache Bedingungen. Das wären drei Bedingungen und der checkt die alle ab und gibt euch den Wert 1 aus. Na, und diese Fähigkeit habt ihr hier im Margina Trader nicht. Also in der Mercury-Version. Dafür braucht ihr Andromeda. Jetzt sagen einige, haha, da links sehe ich aber auch eine 0 und eine 1. Oder eine 1 nicht, aber eine 0. Das ist ein Umkehrstart Long und das ist ein Umkehrstart Short. Und der hat, ja, da ist eine 1 jetzt zum Beispiel, sehen wir gerade. Das heißt, da müsste ein Umkehrstab sein und ihr seht, hier ist einer. Ja. Das bedeutet, die Periode ist abgeschlossen und da ist eine 1. Warum kann ich das dann doch anzeigen? Das liegt daran, dass diese Bedingung im Indikator mit einprogrammiert ist. Ja. Also, wie kriege ich die da rein? Indem ich hier mit rechts in diese Spalte klicke und dann Spalten bearbeiten nehme, hier unten. Und dann seht ihr hier in der Mitte, was hier im Endeffekt im Screener drin ist. Also hier in dieser Spalte, in dieser Liste. Und wenn ich jetzt den Umkehrstab Long nehme und markiere, dann habe ich hier rechts die Möglichkeit, die Dinge einzustellen. Und da liegt einfach die Einstellungsmöglichkeit vor, dass er mir anzeigt, ja oder nein, nämlich hier oben, Candlestick Hammer, ist es in jedem Fall die Bedingung, die dann kann die da auswählen. Und da kriege ich halt eine 1 angezeigt. Das ist halt nicht bei allen Indikatoren der Fall, bei dem ist es der Fall und deswegen habe ich die damit reingenommen. Also wenn hier eine 1 auftaucht, dann seht ihr, okay, hier ist ein Umkehrstart Long. Würde ich jetzt mal nach meiner Perlentrauerstrategie sagen, oh, ganz schönes Ding. Hohes Volumen hier unten, ja, zack, eine Base gebildet, kurz mal das Bollinger Band angetatscht, oben kommt in die Korrektur und wenn er morgen hier drüber geht, würde ich halt den in dem entsprechenden Fall long handeln. Nicht nachmachen, ja, ist meine Idee, nicht eure. Ich bin auch keine Anlageberatung, aber das wäre jetzt so ein Setup, wo ich sage, okay, bei uns heißt das Setup 3, meine Leute wissen, was das ist und kennen sich damit aus. Also das kann man hier selbst erstellen und verschiedene Indikatoren mit reinbringen. Letztendlich Rechtsklick in die Spalte, Spalten bearbeiten und dann habt ihr hier auf der linken Seite den vollen Umfang von Indikatoren. Schaut euch mal an, wie viele das sind. Ja, ich glaube, da findet jeder das, was er braucht. Kann hier runterscrollen bis zu weiß ich wo. Und wenn ihr jetzt hier einen RSI wollt, den findet er hier. Dann nehmt ihr den. Markiert den, haltet den, die Maustaste, die linke gedrückt, zieht ihn einfach hier rüber. Und dann habt ihr den erstmal eingefügt. Und ihr seht, immer ganz wichtig, auch immer viele, die Fehler machen, hier steht 1 Minute. Wenn ihr jetzt hier eine Spalte habt, hier oben, dann könnt ihr natürlich auch eine Zeit einstellen. Die sind hier bei mir auf Tag eingestellt. Automatisch sind die, wenn ihr einen neuen Indikator hinzufügt, die immer auf 1 Minute eingestellt. Würdet ihr jetzt zumachen, dann hättet ihr quasi einen Minuten RSI da drin. Und hier drüben auf der rechten Seite könnt ihr halt die Zeit anpassen. Ja, da stellt ihr einfach ein, okay, ich will den RSI auch im Tag haben. Und dann kann ich mir einstellen, ob ich den RSI in 14 haben möchte oder ob ich den vielleicht nur in 3 haben möchte und dann keinen Gleiten, keinen Smooth-Fall. Und die Ranges da oben sind 30 und 70, kann ich mir anzeigen lassen. Und hier unten seht ihr, ist in der Programmierung mit zugefügt, die obere Linie kann ich damit hinzufügen. Wenn ich den in den Chart lege zum Beispiel, ich habe ihn aber jetzt oben hier in den Spalten drin. Und da kann ich jetzt sagen, zeig mir mal bitte den RSI an, wenn er die obere Linie nach oben schneidet. Und dann kann ich hier eine Farbe hinpacken und sage, wenn er nach oben ist, dann ist er überkauft. Dann will ich mir den Rot unterlegen lassen. Jetzt klicke ich auf Bestätigen. Und okay. Und dann kriege ich hier so eine lange Zahl. Und das kann ich natürlich noch alles einstellen. Ja, in dem Fall. Und dann würde ich hier wahrscheinlich auf die Zahl reduzieren, also Spalten bearbeiten wieder gehen. RSI, da ist er. Den haben wir eingestellt. Dann kann man hier die Dezimalstellen reduzieren auf 0. Die Schriftgröße, weil, also ganz ehrlich, die Schriftgröße ist für mich zu klein mittlerweile. Also früher konnte ich das vielleicht noch lesen, aber mittlerweile kann ich es noch lesen, aber
strengt sehr an. Dann klicke ich hier auf Fonds, mache die Schriftgröße auf 10 und dann obere Linie nach oben durchkreuzen. Okay, das haben wir noch nicht. Ist oberhalb der oberen Linie, machen wir mal. Dann machen wir mal die Farbe mal dunkelrot und gehen auf Bestätigen. Der macht das nicht. Ist nicht, wir haben keinen über 75. Dann machen wir das mal unterhalb, Spalten bearbeiten, RSI und schauen uns die untere Linie an. Ist unterhalb der unteren Linie hier. Klicken wir drauf. Farbe ist jetzt transparent, deswegen sieht man da nichts. Da machen wir mal grün, mal hellgrün. Wo ist es? Da, so, jetzt ist es hellgrün und klicken hier oben. Wenn wir das anpassen möchten, etwas höher auf 40, dann sehen wir vielleicht ein paar mehr. Bestätigen und auf OK. Und dann sehen wir, dass hier die Werte, die jetzt unter 40 sind, hellgrün markiert werden. Ja? Also es ist ein Indikator und da kann man halt, wenn die Bedingungen in dem Indikator mit aufgeführt sind, die entsprechenden Anpassungen vornehmen. Ne? Das sind keine Signale. Ja. Okay. Somit könnt ihr die Sachen auch noch individualisieren und euch die verschiedenen Indikatoren dort mit einbringen. Ganz wichtiger Tipp von mir, wenn ihr mit dem Agena Trader, sage ich mal, umgehen wollt, ihr solltet euch angewöhnen, entweder das Menü zu nehmen, das Auswahlmenü zu nehmen hier oben, also Tools meinetwegen, so darüber zu navigieren, oder wenn ihr, sagen wir mal, Icon-affin seid, über diese Buttons und Icons, die ihr dann lernt. Also ich komme ja noch von ganz früher vom Agena Trader, da gab es noch nicht so viele Icons und ich bin halt immer mehr so der Typ, der über diese Menüs geht, weil ich dann immer weiß, wo ich bin und kenne alle Funktionen. Ich bin zwar auch bildaffin, aber diese Buttons benutze ich halt nicht. Also legt euch da relativ schnell fest, was ihr benutzen wollt und so schneller und so besser könnt ihr den Agena Trader kennenlernen und anwenden. Ja. Okay. So, haben wir noch eine Frage? Na, ist nichts mehr dazugekommen, wie ich sehe. Dann wäre ich von meiner Seite eigentlich durch, Nelson. Ja, mir war ja thematisch ja doch einiges dabei und wir haben auch die Zeit nichtsdestotrotz gut genutzt. Deswegen, selbstverständlich haben Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, doch noch eine Frage reinzustellen. Also wir werden jetzt nicht direkt abbrechen, aber ansonsten wären wir, glaube ich, soweit durch. Warten wir Das jetzt noch. nächste Webinar ist am Das Mai, nächste Webinar mitte 20. Mai sehe ich dir hier. an. Genau, so ist es. Wieder Dann wieder mittwochs. mit, ja, dann auch wieder Ja, mit nee, es ist falsch. Perlentaucher. Perlentaucher ist 20. es. Ihr habt Ja, zwei, genau. genau. Perlentaucher und dann am 27. Agena Trader Helpdesk. So ist das, Agena Trader Woche. Genau. Ja. Gut, dann kommen keine weiteren Fragen rein. Dann würde ich sagen, dann sind wir tatsächlich durch heute. Bedanke mich natürlich bei den Teilnehmern, die hier auch die Fragen reingestellt haben und selbstverständlich auch bei dir, lieber Carsten, dass du Themen mitgebracht hast und durchaus wichtige Themen, die auch bei uns im Service anfallen und auch gefragt werden. Deswegen werde ich natürlich schauen, dass wir die Aufzeichnung auch so schnell wie möglich online bekommen. Dann können Sie alles nochmal in Ruhe nacharbeiten. Ich wünsche Ihnen natürlich noch einen schönen Abend, wenn Sie heute noch handeln oder die restliche Woche, dann natürlich viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Position auf. Bleiben Sie in der aktuellen Phase gesund. Ist nicht nur eine Floskel meinerseits, sondern meine ich wirklich ernst. Und danke, lieber Carsten, für das Webinar heute. Freue mich schon auf das nächste. Und du hast gerne das Schlusswort. Ja, auch von meiner Seite danke für die Fragen, vor allen Dingen, die hier reingekommen sind und für das Vertrauen, was mir immer entgegengebracht wird. Ihr könnt, wie gesagt, gerne hier eine E-Mail an mich schreiben, tradercoach.de, wenn ihr Fragen habt. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich antworte. Wenn es zu viel wird, bitte Geduld haben, aber ich beantworte jede E-Mail. Es geht nichts verloren. Okay, dann freue ich mich aufs nächste Mal und ich wünsche dir, Nelson, einen schönen Abend und auch von meiner Seite aus bleibt auf jeden Fall gesund und bleibt positiv. Ja, auch das geht vorbei, denke ich mal. Und von daher wünsche ich mir allen einen schönen Abend. Macht's gut.